Ich bin froh und dankbar fürs Kommen. Nicht ganz einfach immer, dass Sie das möglich gemacht haben, ist ganz wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Moderatoren, Johanna und Güven. Hallo, ich bin Johanna, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe in die 12. Klasse. Hi, mein Name ist Güven, ich bin 19 Jahre alt, ich gehe hier in die 13. und mache jetzt demnächst mein Abi. Landtagsvertreterin hier bei uns am Röker, das ist ein Format, das haben wir seit mehreren Jahren hier und wir freuen uns enorm darauf, ins politische Gespräch mit Ihnen zu kommen. Was wir versuchen jedes Jahr ist, ein Vertreter der Parteien, die im Landtag sitzen, hierher zu bringen. Das hat dieses Jahr auch sehr gut geklappt, alle bis auf die Freien Wähler haben auch zugestimmt. Und ja, den stellen wir dann kritische Fragen. Also da können dann auch Fragen vom Publikum kommen. Ich habe eine Frage an den Herrn Paul und an den Herrn Martin. Ob ihr der Meinung seid, dass der globale Klimawandel denn noch praktisch zu stoppen ist? Ja, wir haben uns vorher in den Kursen zusammengetan und haben Fragen zusammengetragen. Vor allem halt auch das, was so aktuell in den Medien sehr präsent ist. Ich glaube, Aktualität spielt bei uns immer eine große Rolle. Und natürlich sind auch altbekannte Themen wie Wahlalter ab 16, aber da werden wir uns jetzt nicht den Fokus drauf legen. Wir haben auch so einen kleinen Abschnitt, wo wir Ja-Nein-Fragen beantworten werden. Mhm. Ja, also uns war sehr wichtig, und es ist ja auch jedes Jahr so, dass es die Schüler auch interessiert und daher sollten es ja auch Fragen sein, die von den Schülern kommen. Und wir haben uns dann auch unter anderem mit unserem Lehrer, dem Herrn Franke, der das immer so schön organisiert, auch getroffen und dann so einen Fahrplan aufgestellt, wie das morgen wird, damit dann hoffentlich auch nichts schief geht. Soll die AfD verboten werden? Also ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich finde es immer sehr interessant, auch mal direkt mit Politikern zu reden und auch deren persönliche Meinung auch mal zu erfahren, nicht immer nur durch die Partei. Ich habe gesagt, ich bin dafür, dass man einfach an CO2-Emissionen ein Preisschild hängt über den europäischen, das passiert jetzt übrigens zum Glück, auch über den europäischen Zertifikatehandel. Und wenn alle im Wettbewerb für eine bestimmte, nun mal umweltschädliche Emission das gleiche zahlen, ist das auch nicht unfair. Also allgemein vielleicht den Politiker kennenlernen, was er sich vornimmt, was er für eine Persönlichkeit ist. Ohne die Lage jetzt zu beschönigen, aber ich vertraue schon immer drauf, es wird auch eine Lösung geben. Und die Menschheitsgeschichte gibt mir da so ein bisschen auch recht. Und das relativiert überhaupt nicht die schrecklichen Opfer, die in bestimmten Phasen der Menschheitsgeschichte erbracht werden müssen. Meistens dann, wenn vorher die Weiche falsch gestellt wurde. Und das, sage ich mal, ist für mich eigentlich das Motiv, Politik aus christlicher Verantwortung zu machen. Eine Frage, die wir den Politikern auf jeden Fall auch stellen wollen, ist, wie eine Schule denn mit diesem Nahostkonflikt umzugehen hat, was sie glauben, ist der richtige Weg. Mhm. Und in der Gesellschaft ist es ja oft so, dass man vielleicht nicht so diesen Ansprechpartner hat, aber jetzt hat man Politiker da. Jetzt kann man Sie mal fragen, was Sie denn glauben. Herr Buchhäusinger, ich möchte politisch noch Folgendes erreichen. Viel mehr für Energieeinsparung, Klimawende und Klimakrise machen und darüber hinaus für mehr Toleranz und Antidiskriminierung in der Gesellschaft einstehen. Ich meine, viele von uns sind 18 oder ich werde nächstes Jahr 18 und ich bin ehrlich gesagt, weiß ich auch persönlich noch nicht genau, welche Partei ich jetzt gut finde oder welche nicht. Und ich glaube, es hilft vielleicht auch vielen, sich mehr für Politik außerhalb der Schule auch zu interessieren, vielleicht einer Partei beizutreten oder vor allem auch zu wissen, okay, das, was der gesagt hat, finde ich gut, den möchte ich bin. Herr Simon, meine Schulzeit war für mich wechselhaft. Herr Martin, als kleines Kind wollte ich Lehrer werden. Herr Paul, früher war alles besser, weil? Früher war nicht alles besser, aber nur einige Dinge. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Währung, mit der man sich richtig was kaufen konnte. Die Jugend von heute interessiert sich doch gar nicht für Politik. Das will ich so nicht unterschreiben. Also ich zum Beispiel bin auch im Jugendrat in Langenlohnsheim. Also ich meine, gerade wir beide haben ja Sozialkundeleistung und bei uns der Sozi-Kurs ist riesig. Also ja, wenn Sie uns jetzt vorwerfen, dass wir irgendwie nur auf TikTok oder Instagram rumhängen, dann müssen wir ja auch sagen, das ist ja auch enorm politisch. Viele gucken auch Nachrichten, haben die Tagesschau, den Instagram-Account abonniert. Gerade auf Social Media kann ja auch vieles verzerrt sein. Man bekommt nicht alles live mit. Und gerade die Podiumsdiskussion morgen ist ja live, ungeschnitten. Die Schüler sitzen hier, die können ja nicht einfach
rausgehen und dann wird was gesagt und dann hören die nur noch den nächsten Satz oder so. Deswegen ist das ja schon ein Weg, wie die Schule so dagegen arbeitet, nur alle Informationen von Social Media runterzukriegen. In diesem Jahr ist so viel passiert, dass wir uns denken, um Gottes Willen, Horror-Szenarien. Wer hätte sich vorstellen können, dass wir rund um den 9. November das Thema Antisemitismus so präsent haben? Politik ist Thema, weil die Welt so ist. Man kann sich nicht zurückziehen in irgendwelche Mauselöcher, auch wenn man es vielleicht gerade gerne möchte. Und man sagt, es ist einfach zu viel. Es ist umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, dass wir heute hier das nutzen. Und ich hoffe, dass wir gut ins Gespräch kommen. Ja, vielleicht was ein weiteres Problem ist von Social Media, ist, dass man ja Inhalte irgendwie nur sehr verkürzt dargestellt bekommt. Es ist oft fehlt die Tiefe einfach. Und das schafft man in so einer Podiumsdiskussion. Man hat im Publikum selbst auch die Möglichkeit, dann nochmal nachzufragen. Also wenn einen etwas nochmal brennend interessiert, kann man den Politiker im Nachhinein auch nochmal darauf ansprechen, was er denn damit genau gemeint hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man es eben schafft, vielleicht von diesem Oberflächlichen vielleicht so ein bisschen mehr in die Tiefe zu kommen. Ich sage, haben wir keine anderen Probleme, als darüber nachzudenken, ob es jetzt 18, 36 oder 125 Geschlechter gibt. Ich glaube, das ist die Diskussion, können wir uns sparen. Es gibt Mann und Frau. Bitte nicht die Sprache verändern, die ist gut. Keiner wird diskriminiert, wenn man das Deutsch spricht, was wir schon immer gesprochen haben. Muss sich keiner diskriminiert fühlen. Ich halte das für Halluzinationen. Was würden Sie davon halten? Können Sie es glauben, dass ich jetzt so hier stehen kann, obwohl ich ein anderes biologisches Geschlecht habe? Inwiefern betrifft es Sie, dass es Deutsch gibt? Nicht. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich biologisch weiblich geboren bin, mich aber als Kerl, als Jungen schon immer gefühlt habe und mich sehr viele Jahre scheiße gefühlt habe, bis ich festgestellt habe, dass ich transsexuell bin, beziehungsweise transgender, was würden Sie davon halten? Inwiefern sind Sie in Ihrem Leben eingeschränkt, dass man Leute, die sich anders fühlen, die dadurch belastet sind, dass sie nicht reinpassen, entschieden? Inwiefern belastet es Sie persönlich im Leben? Also mich persönlich. Auch wenn ich es sehr nachvollziehbar finde, kann ich es da, also insofern halte ich das für authentisch, was Sie gesagt haben. Und da muss ich einfach sagen, ich glaube, dass das eine gesellschaftliche, ja, ich will es nicht sagen, es hört zum Abwerten an, Modedebatte ist, Moment. Und ich glaube, dass die gesellschaftliche Diskussion dazu eben meines Erachtens Leute, die vielleicht mit ihrer Identität ringen, vielleicht den Weg eröffnet, dann zu sagen, na gut, du bist halt doch irgendwie ein Mann. Es ist immer wieder toll, wenn wir es schaffen, als Schule so viele Landtagsvertreterinnen bei uns hier am Röker begrüßen zu dürfen. Demokratie auch ein bisschen leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt nicht nur eine Partei hier, sondern wir haben geguckt, dass wir ein möglichst breites Spektrum abdecken. Und man schafft es, in einen Diskurs zu kommen. Das ist sehr wichtig. Das macht Demokratie aus, dass man untereinander spricht und Meinungen anhört und sie auch versucht zu tolerieren. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie so auf die Fragen geantwortet haben, dass Sie auch hier erschienen sind. Und dafür einen herzlichen Applaus. Ach so, Entschuldigung. Ja, natürlich. Okay, erstmal bitte vorstellen. Also, okay, also, Güven, stellst du dich bitte vor? Nein, Johanna muss heil sein. Nee, die Johanna habe ich doch jetzt im Kasten. Ach so. Hi, ich bin Güven, ich bin 19, gehe in die 13 und mache erst. So, was wir probiert haben, ist, möglichst viele Vertreter der Parteien, die im Landtag sitzen. Nein, ich glaube, das ist falsch. Ja, genau. Von jeder das Partei. Das ist falsch. Ein Vertreter jeder genau. Partei. Also, was wir versucht haben. Du machst jetzt einfach deinen. Ja, mich haben sie auch schon im Kasten von vorhin. Ja, da. Mein Mikro hat funktioniert. Okay, gut. Ich sag dann das mit der Röker-Tradition und dann kommen wir hin. Dann sag ich, ja. Was findet hier morgen statt? Nein, du sagst dann, ich bin hallo, du hast, so, du hast das so super gemacht. Hallo. Hallo. Ich, ja, genau. Jetzt mach doch nochmal. Ja, okay. Dann habe ich die Auswahl. Okay, ja. Kann ich die beste Seite von dir zeigen? Nein, einfach irgendwas nicht. Gut. Und dann geht das hier bei mir weiter. Ja, aber nein, danach erklärst du dann was, oder ja, was findet hier morgen statt? Ja, Vollprofis kommen und so, wenn es dein Gefühl ist. Und dann sage ich, ein Vertreter jeder Partei. Ja, eine Schule hat diese... Ja. Du hast so toll gesprochen. Ja, das hast du super gesagt, doch wirklich. Du
hast so toll angefangen. Ja, aber ich hab's nicht zu Ende gebracht. Ja, jetzt bringst du es zu Ende. Also, für, was ist das Problem, was, oder was wollen wir an die Politiker herantragen? Ja, das ist immer, wenn ich das so mehrmals machen muss. Ja. Ja, wir müssen das nochmal machen.